Du hast dich entschieden, einen Onlineshop zu machen, weißt aber jetzt gar nicht, ob du jetzt Shopify nehmen sollst oder doch WooCommerce. Genau an dieser Stelle war ich auch und ich habe mir alles angeschaut und recherchiert und ausprobiert und habe jetzt 8 Gründe zusammengefasst, warum du vielleicht das eine oder das andere nutzen solltest. Du möchtest regelmäßig informative Videos rund um dein digitales Business? Dann vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke anzuklicken, damit du ja informiert wirst, wenn ich ein neues Video online stelle. Mein Name ist Victoria, ich helfe Unternehmen seit mehr als 8 Jahren mit ihrem digitalen Auftreten und der digitalen Kommunikation. Das erste Thema, was sehr wichtig ist bei der Auswahl eines Shopsystems, ist auf jeden Fall die Benutzerfreundlichkeit. Solltest du schon eine WordPress-Webseite haben oder einen Blog, dann wirst du dich relativ schnell bei WooCommerce zurechtfinden. Für alle anderen gilt, Shopify ist definitiv hier die benutzerfreundlichere Variante. Wie sieht es aus mit Design und Anpassungen? Grundsätzlich sollte man an der Produktseite nicht unbedingt viel verändern, weil das hat der User ja schon gelernt. Also links haben wir ein Foto, rechts haben wir den Preis und den Button, um das Produkt in den Warenkorb zu legen. Aber natürlich möchte man verschiedene Designelemente haben, um sich von der Konkurrenz zu unterscheiden. Dazu nutzt man Templates. Bei Shopify gibt es 10 Templates, die kostenlos sind, die ganz in Ordnung sind, die man einfach farblich und mit Fotos anpassen kann. Und dann kann man auch Templates kaufen, die kosten bis zu 180 Dollar. Bei WooCommerce gibt es jetzt nicht unbedingt gute, kostenlose Templates, aber man kann zum Beispiel auf ThemeForest ein Template kaufen von verschiedenen Anbietern und die gibt es schon ab 69 Dollar. Hier habe ich gleich einen Tipp für dich. Es gibt 2 Templates, die ich bei WooCommerce empfehlen kann. Das eine ist Enfold und das zweite ist Divi. Wie sieht es aus mit Bezahlung und Versand? Grundsätzlich kannst du in beiden Systemen fast alle Bezahlfunktionen nutzen. Was heißt das? Du kannst PayPal nutzen, Klarna nutzen, Kreditkarte nutzen, was auch immer. Du zahlst aber immer natürlich eine Gebühr dafür. Solltest du deinen Shop in verschiedenen Sprachen anbieten wollen, so ist es bei Shopify so, dass du jeden Monat 18 Dollar mehr zahlen musst. Und bei WooCommerce entscheidest du dich für ein Tool, das alle Sprachen übersetzen kann, ein Plugin, zum Beispiel WPML. Das zahlst du zwar auch, aber es ist viel, viel kostengünstiger. Wie sieht es mit dem Thema Sicherheit aus? Bei Shopify ist natürlich alles am Shopify-Server. Das heißt, die kümmern sich um alles rund um das Thema Sicherheit. Bei WooCommerce musst du dich selber darum kümmern. Allerdings ist es relativ schnell gemacht und du brauchst einfach nur die passenden Plugins, damit du das auch wirklich sicher gestalten kannst. Möchtest du einen Onlineshop erstellen? Was sind so die größten Schwierigkeiten für dich? Kommentier doch einfach drunter und ich versuche dir dabei zu helfen. Wie sieht es eigentlich aus mit Suchmaschinenoptimierung? Grundsätzlich ist es so, dass beide Systeme gut optimierbar sind. Allerdings muss man sagen, WooCommerce ist ein bisschen besser optimierbar und man kann einfach viel mehr machen als bei Shopify. Aufgrund des Abo-Systems von Shopify ist natürlich auch hier ein Support integriert. Und dieser ist sogar 24 Stunden, 7 Tage die Woche für dich da. Bei WooCommerce hingegen ist es natürlich so, nachdem das kostenfrei ist, zumindest ein Teil kostenfrei ist, hast du nur Support für jene Teile oder jene Plugins, für die du etwas bezahlt hast. Außer natürlich, du hast eine Agentur oder einen Freelancer, der dir mit deinem WooCommerce-Shop hilft. Grundsätzlich ist WooCommerce das flexiblere System. Du kannst einfach viel mehr Dinge damit machen. Shopify hingegen ist ein geschlossenes System. Man kann zwar viele Plugins installieren, die kosten zwar was, aber es ist natürlich ein gutes System für Menschen, die keine Lust haben auf Technik oder auf irgendwelche Dinge, wo sie sich darum kümmern müssen. Ich sage immer, jemand, der einen kleinen Shop machen möchte, der nicht viel Extras braucht und der vor allem sich mit diesen ganzen technischen Dingen nicht beschäftigen möchte, sollte sich eher einen Shopify-Shop anlegen. Und wenn du diesen Shopify-Shop gar nicht selber machen kannst, gibt es da draußen genug Freelancer und Agenturen, die dich dabei unterstützen. Du weißt jetzt, welches System du nutzen möchtest, brauchst aber jetzt noch eine Anleitung, was du alles noch zu tun hast, dann lade dir doch einfach meine Checkliste runter und starte deinen Shop. Solltest du noch nicht sicher sein, ob du wirklich einen Online-Shop erstellen möchtest, dann schau dir noch mein letztes Video an. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir ein Like, abonniere meinen Kanal und teile es doch mit deinen Freunden.